Der Nachteil eines Vorteils. Pinguine, so habe ich gelesen, seien außerhalb ihrer Heimat, in zoologischen Gärten etwa, äußerst schwer zu halten. Die natürlichen Bedingungen, unter denen sie lebten, seien so beschaffen, dass es Krankheitskeime kaum gäbe. Das habe zur Folge, dass der Organismus der Pinguine, da er solche Keime praktisch nie abzuwehren habe, auf deren Abwehr praktisch nicht eingerichtet sei. Nur gegen Kälte verfüge er über eine große Widerstandskraft. In den zoologischen Gärten nun, wo es von Bakterien aus aller Herren Länder nur so wimmle, sei die Lage der Pinguine fatal. Nahezu schutzlos, hieß es, seien sie Krankheitskeimen ausgeliefert, über die andere Tiere gewissermaßen nur lächelten. Und selbst winzigste Gefahren könnten für Pinguine tödlich sein. Die Gewöhnungszeit sei lang und erfordere von den Pflegern außerordentliche Geduld. Ich will nicht so tun, als müsse ich schreiben, ohne Schaden zu nehmen. Ich kann mir mich ohne Schreiben eigentlich vorstellen. Ich schreibe schon eine ganze Zeit. Es geht ganz gut. Ich habe ein gewisses Gefühl von Zufriedenheit dabei. Manche anderen haben das bei der Lektüre meiner Texte. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wenn ich das pathetisch sagen darf, bis an das Ende meiner Tage so sein wird. Möglicherweise stecken in jemanden, der Schriftsteller ist, ein paar Geschichten, ein paar Bücher. Und wenn die draußen sind, dann sind sie eben draußen. Der Vater. Du musst nicht denken, so ein Lager ist von einem Tag auf den anderen zu Ende. Schön wäre das. Du bist befreit, gehst raus und alles ist vorbei. So ist es leider nicht. Die Baracke verfolgt dich, der Hunger verfolgt dich, die Schläge verfolgen dich, die Angst verfolgt dich, die Würdelosigkeit verfolgt dich und die Kränkung. Nicht nur nachts ist es so, in deinen verfluchten Träumen, auch mitten am hellen Tag siehst du plötzlich einen, der gar nicht da ist. Und du hörst einen zu dir reden, der schon lange begraben ist. Und es tut dir an einer Stelle weh, wohin dich seit damals kein Mensch geschlagen hat. Von draußen sieht es aus wie ein normales Leben. In Wirklichkeit sitzt du noch immer im Lager, das in deinem Kopf weiter existiert. Du fürchtest, so fängt der Wahnsinn an. Jurek Becker wurde in der polnischen Industriestadt Lodz geboren. Seine Eltern waren Juden. Nicht weit von der Hauptstraße, in der das Geburtshaus Beckers steht, errichteten die Deutschen 1940 das erste Ghetto auf polnischem Boden, das berüchtigte Ghetto Litzmannstadt. Auch Becker und seine Eltern wurden dorthin umgesiedelt, in drangvolle Enge, zu 5 Personen in ein Zimmer. Ich sehe einzelne Bilder, aber ich sehe keine Vorgänge. Und wissen Sie, das ist schon so lange her, dass ich ja gar nicht mehr genau unterscheiden kann, ob ich mich wirklich an die Bilder erinnere
oder ob ich mich deswegen an diese Bilder erinnere, weil ich schon ein paar Mal darüber erzählt habe. Das heißt, möglicherweise hat da eine gewisse Verschmelzung von Fantasie und Tatsächlichem stattgefunden. Aber ganz zweifelsfrei kann ich sagen, dass meine Erinnerungen, wenn ich sie habe, sehr, sehr dünn und dürftig sind und auch sehr partiell. Der Marktplatz des ehemaligen Ghettos, an dessen Rand das Haus, in dem die Beckers untergebracht waren, bis sie in die Konzentrationslager Sachsenhausen und Ravensbrück verschleppt wurden. Nur Vater und Sohn überlebten, getrennt, in verschiedenen Lagern. Vor einiger Zeit habe ich Fotos bekommen, die jemand gefunden hat bei einem Wiener Antiquar, Farbfotos aus dem Ghetto von Lodz, eine große Anzahl. Und ich habe mir diese Bilder angesehen und ich habe bemerkt, dass mich besonders auf den Fotos Frauen eines gewissen Alters interessiert haben. Wahrscheinlich, weil ich mir sagte, eine dieser Frauen könnte meine Mutter sein. Aber ich habe keine Erinnerung an sie. Der jüdische Friedhof von Lodz, dessen Mauer zugleich das Ghetto begrenzte. Keine Autostunde von Lodz entfernt liegt das Dörfchen Helmno, von den Deutschen Kulmhof genannt. 1940 wurde auf diesem Gelände die erste Vernichtungsstätte in Polen errichtet. 360.000 Menschen wurden hier in Autogaskammern ermordet. Viele kamen aus dem Ghetto von Lodz. Im Lager habe ich ja nicht Deutsch gelernt. Ich erinnere mich an drei deutsche Vokabeln, die ich aus dem Lager kannte. Diese Vokabeln sind alles alle, Dalli Dalli und antreten Zählappell. Also ich sagte, wir haben Polnisch gesprochen, aber das war ein sehr dürftiges Polnisch. Ich war zwar 7 Jahre alt, aber durch die Lagersituation war ich vielleicht auf dem geistigen Status eines 3- oder 4-Jährigen stehen geblieben. Und mit diesem Instrumentarium habe ich mich mit meinem Vater verständigt, zuerst. Wenn ich dein Vater bin, dann bist du mein Sohn. Verstehst du das? Nein. Ja, was verstehst du nicht? Das Wort. Welches Wort? Was sie eben gesagt haben. Sohn? Ja. Aber das ist doch ganz leicht. Ich bin dein Vater. Du bist mein Sohn. Das sind einfach so Wörter dafür. Verstehst du das jetzt? Ja. Ja, dann sag es bitte noch einmal. Sie sind mein Vater. Ja. Ja. Und ich bin ihr Sohn. Ja? Das ist richtig. Also du brauchst nicht sie zu mir sagen, sondern du. Also, noch einmal, du bist mein Vater. Du bist mein Vater und... Ich bin dein Sohn. Du
du bist mein Sohn. Nein, das ist ja falsch. Herr Becker, hat die Wiederbegegnung mit Ihrem Vater so ähnlich stattgefunden, wie Sie das für Aaron Blank und seinen Sohn Mark im Boxer beschrieben haben? Nein, die war ganz anders. Ich lag damals in einem Lazarett, das aus einem Teil des Lagers Sachsenhausen gemacht worden war. Ich war 7 Jahre alt und konnte nicht laufen. Und die Bettkanten waren ziemlich scharf, weil aus früheren Doppelstockbetten waren Einetagenbetten gemacht worden. Und ein Mann kam rein ins Zimmer, den ich nie gesehen hatte, mein Vater, also an den ich mich nicht erinnern konnte. Und eine Schwester hob mich aus dem Bett, um mich ihm zu geben. Und dabei ritschte die meine Wade, mein Schienbein, über einen dieser abgesägten Bettpfosten und riss das auf. Das tat mörderisch weh und ich schrie. Und mein Vater stürzte sich auf diese arme Frau, weil die sein Kind so quälte. Das war meine erste Begegnung mit meinem Vater nach dem Krieg und die ist nicht in dem Buch beschrieben. Welche Rolle spielt dabei eigentlich Ihr Vater bei dieser Erarbeitung des Materials für Ihre Bücher? Bei den Büchern, die mit jüdischer Problematik zu tun haben, spielte eine ganz ausschlaggebende Rolle, denn er war sozusagen meine einzige Brücke zu dieser Welt. Bei den anderen spielte eine geringere Rolle, außer wenn Väter auftauchen. Da spielte natürlich auch eine. Ihr erster Roman, Jakob der Lügner, hat einen doppelten Schluss. Einen gelungeneren, wie Sie sagen, vom Erzähler nämlich gewünschten. Jakob flieht zum Schluss, er wird erschossen und in derselben Stunde befreien die Russen das Lager. Er hätte also eigentlich noch warten können. Und eben einen realistischen Schluss, nennen wir es mal so, Sie sagen dazu einen nichtswürdigen Schluss. Es gibt keine Befreiung, sondern die Gefangenen werden abtransportiert, vermutlich in ein Vernichtungslager. Ans Fenster hoch. Lange halte ich das nicht aus, du bist ganz schön schwer. Gib sie her. Erinnerst du dich an das Märchen? An welches? Von der kranken Prinzessin. Ja. Ist das wahr? Selbstverständlich ist das wahr. Siegfried und Raphael sagen, sowas gibt es auf der ganzen Welt nicht. Was gibt es nicht? Dass man wieder gesund wird, wenn man ein Stück Watte bekommt. Die Prinzessin wollte doch ein Stück Watte, so groß wie ihr Kissen. Sie wünschte sich eine Wolke. Der Witz ist nur, dass sie dachte, Wolken sind aus Watte. Aber sind denn Wolken nicht aus Watte? Die zwei Schlüsse haben zum einen mit der Logik des Geschichtenerzählens zu tun. Hier erzählt ein Ich eine Geschichte, die er nur partiell kennt und deren Lücken er mit seiner Fantasie ausfüllt. Das geschieht das ganze Buch über. Er versucht, hinter eine Geschichte zu kommen und sein einziges Geländer, an das er sich halten kann, ist, nur so kann es gewesen sein, die Wahrscheinlichkeit. Was das Ende angeht, so steht es im Grunde als einziges in der ganzen Geschichte fest, denn man weiß, was das Schicksal von Juden im Krieg gewesen ist. Aber zu der schönen Geschichte, die er sich da zum Teil ausgedacht hat, will es ihm nicht gefallen. Also führt er vor, was für ein Ende er gewählt hätte, wenn er zu sagen gehabt hätte.
kommt Klaus nach Hause und erzählt uns, dass er auf Anweisung seines Lehrers Simrock ein langes Gedicht mit der Überschrift »Lob des Zweifels« vorlesen musste. Der Verfasser des Gedichtes ist zwar Bertolt Brecht, aber wir alle haben schließlich schwächere und stärkere Stunden. Klaus hat uns berichtet, dass die Schüler das Gedicht auch zu analysieren hatten und dass Herr Simrock sie zum Zweifeln geradezu ermuntert hat. Meine Frau und ich haben uns stets die größte Mühe gegeben, Zweifel von unseren Kindern fernzuhalten. Wir wollten sie zu guten Staatsbürgern erziehen, die in verantwortungsbewusster Arbeit und nicht in ständiger Krittelei die Antriebsfeder zur Entwicklung des Sozialismus sehen. Wie aber, fragen wir uns, sollen wir sie mit revolutionärer Geduld erfüllen, wenn einer ihrer Lehrer sie zu Zweiflern macht? Jurek Becker wuchs im Ostberliner Bezirk Prenzlauer Berg auf. Er schreibt: Nach dem Kriege blieb mein Vater mit mir in Berlin. Aus Gründen, hinter die ich nur mit Vermutungen kommen kann. Denn er wollte nie mit mir darüber sprechen. Aber nicht etwa wie jemand, der ein Geheimnis nicht ausplaudern möchte, sondern eher wie jemand, der nur deswegen einer Frage ausweicht, weil er die Antwort selbst nicht weiß. Ich denke mir, dass er im Krieg insofern die Heimat verloren hatte, als Heimat in erster Linie ja aus Menschen besteht und nicht aus Landschaft, aus Verwandten, Freunden, Vertrauten. Die waren nicht mehr da, die waren tot. Im glücklichsten Fall spurlos verschwunden. So hat mein Vater nach dem Grundsatz gehandelt, dass einer, der sich nirgendwo hingezogen fühlt, am bequemsten gleich da bleiben kann, wo er gerade ist. Das Haus, in dem Becker mit seinem Vater wohnte. Die Schule. Hier bestand Becker 1955 das Abitur. Mein Vater hat dort nach einiger Zeit mit einer Frau zusammengelebt, die zwei Söhne hatte. Das war sozusagen meine erste Verwandtschaft nach dem Krieg. Ich erinnere mich natürlich, dass ich in die Schule gekommen bin, als jemand, der kaum Deutsch sprach. Ich erinnere mich an Nachhilfeunterricht. Ich erinnere mich an eine Art von Diskriminiertsein, die sich daraus ergab, dass ich 3 Jahre älter war als alle anderen. Ich bin mit 9 Jahren in eine erste Klasse gekommen und dass ich als einziger weit und breit nicht richtig sprechen konnte. Und ich erinnere mich daran, wie wütend ich mich mit Sprache beschäftigt habe, weil ich diesem Nachteil entkommen wollte. Und ich erinnere mich, wie stolz ich war, als Fortschritte bemerkt wurden. Mein Vater hat mich für jeden Fortschritt gelobt, als hätte ich den Mount Everest erstürmt. Und ich fand, dass er meine Leistung richtig gewürdigt hat. Kurz nach Beginn des Studiums der Philosophie lernte Becker den später berühmten Schauspieler Manfred Krug kennen, seinen Freund auf Lebenszeit. Zusammen mit ihm bezog er die erste eigene Wohnung, eine stillgelegte Drogerie, in der es unausrottbar nach Vanille roch. Becker war überzeugter Sozialist. Die antifaschistische Erziehung durch den Vater und die Mitgliedschaft in der FDJ hatten ihn geprägt.
großen Eindruck haben mir gemacht die Weltfestspiele der Jugend und Studenten in Berlin, in Ostberlin. Das muss im Jahr 50 gewesen sein. Ich war da so 12 oder 13 Jahre alt. Und das war die erste sehr große, bunte, gewaltige Sache, die ich erlebt habe. Und ich wollte einer von denen sein. Ich wollte einer von diesen Bunten sein. Ich wollte einer von diesen freundlichen, optimistischen Kerlen sein. Ich war leider zu klein, ich durfte nicht daran teilnehmen. Ich glaube, es ist haften geblieben davon, das, was die alle zusammen wollen, das muss was Gutes sein. Ich war in der FDJ und der Tod Stalins war der Tod einer sehr, sehr nahen Person. Es war auch wenn ich das heute als sehr merkwürdig empfinde, es war ein Gefühl von Leere. Ich erinnere mich, wir hatten da in der Schule so eine Stalin-Büste. Und FDJler haben an dieser Stalin-Büste so Ehrenwache gehalten. Und ich war einer davon, der mit Tränen in den Augen an dieser Büste stand und des Toten gedachte. Sie müssen bedenken, dass zum einen die Zeit eine sehr polarisierte Zeit war. Zum Zweiten, ich sehr eng mit meinem Vater zusammenlebte, für den das, was die Russen wollten, das Richtige war. Das waren seine Befreier. Und für den das, was aus dem Westen kam, verdächtig war. Es spielte in seinem Denken zum Beispiel eine überragende Rolle, dass Adenauers Staatssekretär Globke war, dass sich in der westdeutschen Wirklichkeit Nazis, ehemalige Nazis zu artikulieren anfing. Und das hat er mir vorgehalten und immer wieder so hat er mir die Welt erklärt. Vor dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in Prag habe ich eine Art unbedingter Loyalität gegenüber der Partei empfunden. Auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gab, und die gab es häufig, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, diese Meinungsverschiedenheiten mit irgendjemand anderem zu bereden als innerhalb der Partei. Und dieses Ereignis ist wahrscheinlich in der Beziehung eine Zäsur gewesen. Schriftsteller in der DDR sein, was bedeutete das? Ich glaube, das bedeutet etwas anderes als hier. Schriftliteratur in der DDR hat bei vielen Leuten einen erheblich höheren Stellenwert als hier in der Vergangenheit. Nach meiner Überzeugung aber nicht deswegen, weil diese Menschen literaturinteressierter sind als hier, sondern weil Literatur in der DDR eine Art Ersatzfunktion übernommen hat. In Literatur war es zu großen Teilen zumindest noch möglich, eine Art von Meinungsverschiedenheit auszutragen, die in den Medien der DDR undenkbar war. Da fand ein Streit statt, der nicht im Film, nicht im Kino, nicht im Fernsehen, nicht in den Zeitungen stattfand. Literatur hatte also aus ideologischen und politischen Gründen eine Art von Ansehen und nicht aus literarischen Gründen. Insbesondere auch, sagen wir mal so, dissidentische Literatur. Hier wird Literatur in erster Linie von Literaturinteressierten konsumiert. Ich glaube, nach den Ereignissen der letzten Monate in der DDR werden sich die Verhältnisse annähern. Man muss nicht in der Literatur sich Befriedigungen holen, die man woanders haben kann. Ich muss nicht mehr in Büchern über einen korrupten Parteisekretär, sagen wir mal, lesen, wenn ich in meinem eigenen Betrieb für die Absetzung dieses korrupten Mannes demonstrieren gehen kann. Das Jahr 1976 erwies sich als einschneidende Zäsur in der kulturpolitischen Entwicklung der DDR. Wolf Biermann wurde ausgebürgert. Becker, wie
Wie viele seiner Kollegen protestierte gegen diesen Hinauswurf und wurde prompt aus der SED ausgeschlossen. Wenig später verließ er den Schriftstellerverband der DDR. Seit 1977 lebt er vorwiegend in West-Berlin, jahrelang mit zwei Ausweisen, einem Ost- und einem Westdeutschen. So oder so, die Erde wird rund. Ich dachte aber, als ich dieses Lied schrieb, an den guten Satz von Marx, der sagte, dass die Menschheit entweder einen Weg zum Sozialismus, zu einer kommunistischen Gesellschaft finden wird, oder sie wird in die Barbarei versinken. So oder so. So oder so, die Erde wird rot. Entweder Leben rot oder Todrot. Wir mischen uns da bis hinein. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Anstiftung zum Verrat. Das Selbstverständliche, das beinahe wie Schlaf ist, kurz unterbrechen. Ein paar Minuten ohne die bewährten Argumente auskommen. Dann eine Stunde, dann einen Tag. Ein Spiel spielen, die Rolle seines Feindes übernehmen. Doch nicht absichtlich stümperhaft, sondern mit allem Ehrgeiz. Bis die Furcht, sich als der eigene Feind überzeugend zu finden, sich nach und nach verliert. Nicht gleich verzweifeln bei dem Gedanken, warum eigentlich nicht? Er ist die Seele des Spiels. Das Spiel erst dann beenden, wenn die Rolle leer gespielt ist. Ohne Ungeduld auf diesen Augenblick warten. Kommt er nicht, dann immer weiter spielen. Im Notfall bis zu Ende. Heute lebt Becker im Westberliner Bezirk Kreuzberg. Ich habe als einige Zeit, nachdem ich in West-Berlin war, hier in einer Gegend, die mir sehr, sehr behagt, eine Wohnung gefunden, die mir sehr, sehr gut gefällt. Inzwischen gefällt mir die Umgebung ganz, ja, sie ist sehr lebendig. Sie kommt mir lebendiger vor als in anderen Teilen Berlins. Es kommt mir wie ein gutes Los vor. Jurek Becker ist ein fleißiger Mann. Er arbeitet Wort für Wort. Satz für Satz. Auf zweifelhafte Inspiration wartet er nicht. Das erfordert Disziplin. Die Regeln, die ich mir aufgestellt habe für den Tagesablauf, dienen weniger dazu, ein bestimmtes Arbeitspensum zu erledigen, als mir ein permanent schlechtes Gewissen zu machen, weil ich sie nicht einhalte. Aber eigentlich arbeite ich ziemlich beamtisch. Ich versuche, morgens am Schreibtisch zu sitzen und nicht vor dem Nachmittag aufzuhören. 1980 kam ein Prosaband von Ihnen nach der ersten Zukunft. Betonung auf der ersten Zukunft. Woher wissen Sie das? Weil Sie mir das mal gesagt haben. Wenn Sie das jetzt rückblickend beurteilen, was war diese erste Zukunft? War das die Hoffnung auf den Sozialismus und was war dann die zweite Zukunft und kam überhaupt eine zweite Zukunft? Ganz zweifellos habe ich mich, seit ich hier im Westen lebe, privatisiert. So in dem Maße, wie ich mich vorher für ein sehr gesellschaftliches Wesen gehalten habe, halte ich mich mehr und mehr für ein einzelnes Wesen. Mit sicher mit gesellschaftlichen Aspekten und Interessen, keine Frage. Auf gewisse Weise ist das ein Gewinn und auf gewisse Weise ein Verlust. Das ist eine Plattitüde. Und je nach Stimmung und je nach Unternehmen bedauere ich das eine oder bejuble das andere. Aber beides sind Aspekte,
dieser Entwicklung. Sicher war ich einmal mehr an gesellschaftlichen Vorgängen interessiert, als ich es heute bin. Und das hat auch damit zu tun, dass ich einmal meine Einflussnahme auf gesellschaftliche Vorgänge für eine größere gehalten habe, als ich es heute tue. Wirklich populär wurde Becker als Autor der Fernsehserie Liebling Kreuzberg. Eine Sache wie Liebling, ich fühle mich sehr gut dazu imstande, sie zu produzieren. Diese Sicherheit habe ich nie, wenn ich über einem Buch sitze. Das Abenteuer ist größer, die Unsicherheit ist größer, die Fragwürdigkeiten sind größer und ich bin des Resultats unsicherer. Wenn ich mit so einer Arbeit wie Liebling fertig war, war mir ganz klar, dass ich das gut gemacht habe. Aber schon noch 2,50 für den Kaffee, ne? Oh Mann. Sowas untergräbt die Grundsätze jeder Moral. Wenn ich was mit anderen Frauen habe, selten genug, ist das für die noch lange kein Grund, es genauso zu machen. Wo kämen wir dahin, wenn jeder auf dieselbe Weise unmoralisch wäre? Doch mal sehen, wie Frau Monk jetzt den Kopf aus der Schlinge zieht. Wenn die vor Peinlichkeit nicht stirbt, ist mit der Frau was nicht in Ordnung. Hallo! Ich denke, ich sehe nicht richtig. Das wirst du mir erklären müssen. Das ist Robert Liebling und das ist Herbert Monk. Angenehm. Hör zu, wir haben es eilig. Ich rufe dich heute oder morgen an, ja? Monk? Die Monk gesagt? Ich finde, wir sollten, nachdem es angekündigt war, doch ein paar Worte zu Liebling Kreuzberg sagen. Eine Serie, die ich für mich als Zuschauer das Beste war, was ich im deutschen Fernsehen an Serien gesehen habe. ...1972 starb der Vater. Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in Weißensee begraben. Während er den lautlosen Redner im Auge behält, sagt Lepschitz, ich könnte dir erklären, warum er schweigt. Warum? Fragt Rachel. Mich trifft ein Blick, ob ich verstanden habe, dass über mich gesprochen wird. Ich könnte dir auch erklären, warum sie ihn abgelehnt haben, sagt Lepschitz dann. Warum? Weil er zu stolz war, in sein Antragsformular zu schreiben, dass er Sohn eines Opfers des Faschismus ist. Genau das habe ich in die entsprechende Rubrik des Antragsformulars geschrieben. Schon damals hatte ich kein gutes Gefühl. Ich frage, was hat das mit Stolz zu tun? Wenn dir das Wort Dummheit lieber ist, dann bitte, sagt Lepschitz. Aber ihr irrt euch. Ich bin nicht der Sohn eines Opfers des Faschismus. Gleichzeitig fragen beide, was bist du sonst? Und hast du den Verstand verloren? Als ich geboren wurde, war er längst kein Opfer mehr. Das ist man sein Leben lang, mein Lieber, sagt Lepschitz. Das wird man niemals los. Und Rachel Lepschitz sagt, man kann sich nicht aussuchen, wessen Sohn man ist. Aber man kann sich aussuchen, was für ein Sohn man ist.
Auch da habe ich meine Zweifel, sagt sie. Und Lepschitz schüttelt den Kopf über so viel Unverstand. Das Grab des Vaters. Ich denke an Ihre Auseinandersetzung mit dem Vater und denke dabei an Kafkas Brief an den Vater. Sind Ihre Bücher zum jüdischen Komplex, in dem aber auch eben Sie und Ihr Verhältnis zum Vater reflektiert ist, sind das so eine Art von Briefe an den Vater, an Ihren Vater? Darauf kann ich kaum antworten. Ich kenne meine Beziehung zu meinem Vater recht gut. Ich kenne sie übrigens besser, nachdem sie aufgehört hatte. Das heißt, als er gestorben war, als ich sie vorher kannte, also während sie existierte. Ich kenne also diese Beziehung ganz gut. Ich kenne den Brief an den Vater Kafkas sehr gut. Ich habe nie daran gedacht, dieses beides in ein Verhältnis zueinander zu setzen, aber in dem Sinne, dass Kafkas Brief an den Vater ja sein tatsächliches Verhältnis zu seinem Vater zugrunde lag. Ohne dieses Verhältnis hätte er dieses Stück Literatur nicht machen können oder diesen Brief nicht schreiben. So hätte auch ich wahrscheinlich ohne das tatsächliche Verhältnis zu meinem Vater, wie es gewesen ist, nicht vieles schreiben können, was ich über Väter und Söhne geschrieben habe. Im Unterschied zu Kafka, der sich ja wirklich an seinen Vater gerichtet hat, habe ich dies nicht versucht. Wahrscheinlich zum Glück nicht. Die Partei, die Becker 1976 ausschloss, verändert ihr Gesicht. Auf alle Fälle bedeuten diese Veränderungen, so scheint es mir, dass sozialistische Bestrebungen von vorn anfangen müssen. Das, was bis jetzt entstanden ist, hat sich als wertlos erwiesen. Wie traurig es klingt, das einzig Positive an 40 Jahren DDR scheint mir heute zu sein, dass hier der Nachweis geliefert wurde, dass es so nicht geht. Das weiß man nun. Ich will Ihnen sagen, etwas an der sozialistischen Bewegung sehr Wichtiges waren mir nicht nur gesellschaftliche Zielvorstellungen, sondern auch ein Verhältnis zu den Leuten, die dies versucht haben. Die haben mir gut gefallen. Die waren mir angenehmer als die anderen. Deren Geschmack gefiel mir besser, deren Ansichten gefiel mir besser, die schienen mir vitaler zu sein und deren Nähe habe ich gesucht. Ich würde es als großen Verlust empfinden, wenn es nun weniger solche Leute gäbe. Ich komme mir nicht heimatlos vor. Ich komme mir sehr unnationalistisch vor, was nicht dasselbe ist wie heimatlos. Äußerungen von Heimatgefühl waren mir nie sehr angenehm. Aber ich glaube, dass ich durchaus imstande bin, tiefe Beziehungen, eine Symbiose einzugehen, mit einer Umgebung, in der ich lebe, die wahrscheinlich nie ein Land ist, sondern immer eine Kommune.
In den Novembertagen 1989 kursierte ein Gedicht von Heiner Müller in Berlin. Selbstkritik. Meine Herausgeber wühlen in alten Texten. Manchmal, wenn ich sie lese, überläuft es mich kalt. Das habe ich geschrieben im Besitz der Wahrheit 60 Jahre vor meinem mutmaßlichen Tod. Auf dem Bildschirm sehe ich meine Landsleute mit Händen und Füßen abstimmen gegen die Wahrheit, die vor 40 Jahren mein Besitz war. Welches Grab schützt mich vor meiner Jugend? Ja, das sagt mir etwas, das sagt mir viel. Es ist das Erschrecken über eine einmal empfundene Sicherheit. Es ist das Erschrecken über Zweifellosigkeit, die ich auch hatte. Es ist der unerfüllbare Wunsch, ein anderer gewesen zu sein. Ich behaupte, dass im Überwinden der Zweifellosigkeit ein großer Fortschritt liegt. Ihr wisst, dass es nicht wenige sind, die mir das Wort im Munde umdrehen. Du hast es uns so herrlich oft erklärt. Ich kann nicht vorsichtig genug sein. Sie prüfen jeden meiner Sätze. Sie drehen ihn fünfmal um, ob er ihnen etwas nützt, das heißt, ob sie ihn gegen mich verwenden können. Genau darum muss ich jeden meiner Sätze doppelt prüfen vor Ihnen. Jetzt sagt mir, in wessen Interesse tue ich das? In unserem, das ist doch klar. Vergesst es nicht und habt in Zukunft ein bisschen mehr Verständnis für meine Wachsamkeit, die ihr doch nicht für übertrieben haltet. Aber nein, ohne sie wären wir schon wer weiß wo. Aber ja, fang doch bitte jetzt endlich zu erzählen an.